Hallo, unser heutiges Thema ist Modalverben. Was sind die eigentlich? Die Modalverben sind die bestimmten Verben, die zum Ausdruck einer Modalität im Sinne von Notwendigkeit oder Möglichkeit dienen. Einfacher gesagt, je nach Verwendung mit den Modalverben können wir ein Gebot oder Verbot, einen Zwang oder Erlaubnis ausdrücken. Im Deutschen haben wir 6 Modalverben. Das erste ist können. Damit können wir eine Fähigkeit oder Möglichkeit ausdrücken. Zum Beispiel, ich kann sehr schnell rennen. Er kann schwimmen. Achtung! Nicht zu verwechseln mit dem Verben kennen oder kennenlernen. Ich würde jetzt das Verb können konjugieren, nur als Beispiel. Und für alle anderen Verben werde ich die Liste mit der Konjugation in der Beschreibung lassen. Können. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr könnt und sie können. Das zweite Verb ist dürfen, das heißt die Erlaubnis haben. Beispielsweise, ich bin nicht mehr in der Quarantäne, ich darf rausgehen. Das heißt, ich habe die Erlaubnis rauszugehen bekommen. Das ist genau der Unterschied mit dem Verb können und dürfen. Mit können, wir können frei entscheiden, ob wir etwas machen oder nicht machen möchten. Das dritte Verb ist sollen. Hier besteht eine Verpflichtung, Aufforderung oder ein Auftrag von jemandem. Zum Beispiel, die Schüler, die Schülerinnen sollen Hausaufgaben machen. Sie sollen das machen, weil in der Regel in der Schule die Schüler und Schülerinnen Hausaufgabe machen sollen, müssen. Im Vergleich mit dem Verb sollen, müssen ist ein Zwang und mit einer höheren Notwendigkeit zu machen. Zum Beispiel, er muss viel arbeiten, um sein Studium zu bezahlen. Oder ich bin zu spät aufgestanden. Ich muss mich beeilen. Achtung! Das Wort brauchen im Sinne von nicht müssen ist kein Modalverb, weil er fordert Infinitiv mit zu. Modalverben fordern kein Infinitiv mit zu. Wollen. Mit dem Verb wollen können wir einen Wunsch oder Wille ausdrücken. Ich will dir helfen. Achtung, nicht mit dem Verb werden zu verwechseln. Das letzte Verb ist mögen. Mit diesem Verb ausdrücken wir das Gefallen. Ich mag die Schokolade. Nochmal Achtung. Öfter können wir möchten hören. Möchten ist kein anderes Verb. Möchten ist nur die Form des Verbs mögen. Möchten ist Konjunktiv Präteritum Form des Verbes mögen. Mit möchten können wir höflicher unseren Wunsch ausdrücken und es bezieht sich immer auf Gegenwart, auf Präsens. Ich möchte einen Stück Schokolade essen. Ich möchte in diesem Moment ein Stück Schokolade essen. Noch ein wichtiger Punkt. Modalverben treten in einem Satz sehr oft mit einem anderen Verb. Das Verb dann steht am Ende des Satzes und im Infinitiv. Zum Beispiel, ich möchte ein Stück Schokolade essen. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Subscribe oder Abo-Button anklicken. Bis nächstes Mal.